Willkommen zurück bei Survival Chaos. Und wir spielen die Nachtelfen. Oh, jetzt frage ich mich ja tatsächlich gerade, ob ich auf die Suicide Barracks gehen soll. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich möchte es einmal in der Serie auf jeden Fall noch gemacht haben. Wir haben Undead. Nee, Quatsch. Doch, wir haben Undead, Demon und Human als Gegner. Mountain Giant. Das ist die Melee Siege Unit. Also Level 2 Replacement ist das, ja. Den habe ich noch nie gespielt. Gut, dann sind wir mal nicht so. Dann gehe ich mal jetzt nicht auf. Ausbau Dann gehe ich jetzt abgeschlossen. mal nicht auf Suicide Barracks, ja. Dann spielen wir das jetzt mal normal aus. Aber einmal, eines Tages, werden wir noch auf Suicide Barracks. Die werden wir auf jeden Fall noch sehen in der Serie. Aber dann mache ich es mal jetzt nicht. Ich meine, Undead werden wir sowieso pushen. Bei Demon bin ich mir unsicher. Aber ich glaube, als Nachtelf haben wir am Anfang ganz gute Karten zu pushen. Und dann würde ich auch sagen, spare ich jetzt direkt auf Tier 2, genauso wie im letzten Game, wo es ja am Ende gecrashed ist, wo wir Tauren waren. Forschung abgeschlossen. Das spiele ich hier ein paar Stunden danach. Und hier gehe ich auch Tier 2 direkt in der Mitte, weil wir wieder auf eine Replacement gegangen sind. Das hat letztens auch ganz gut funktioniert. Dann gucken wir mal. Das hier sieht auch schon mal ganz gut aus. Und auch, ich würde auch wieder sagen, in der Mitte, weil auf den Sidelanes sieht es ja schon gut aus und die Mid-Dominance ist immer nice. Gibt immer schön viel Gold auf Dauer. Nicht genügend Gold. Ah, ich bezweifle aber, dass ich es mit dem Spawn. Diesmal schaffe ich es, glaube ich, nicht. Oh, nicht doch, doch, genügend doch, könnte ich Gold. schaffen, könnte ich schaffen. Komm. Nicht Wieder genügend mit dem Gold. Spawn, so wie in der letzten Runde auch. Nicht Ja, genügend geil, Gold. perfekt. Ausbau Oh, abgeschlossen. scheiße, bin ich blöd. Das ist Tier 4 Replacement. Scheiße, ich hätte auch gucken, so Late Game pushen natürlich. Okay, dann sind wir aufs Tier 4 Replacement gegangen. Mal gucken, ob wir überhaupt bis ins Late Game kommen. Gut, okay. Dann muss ich das also defensiv ausspielen, ja? Kein Problem. Nicht genügend Gehe ich Gold. gleich auf die Dings. Ein Nicht Attack-Upgrade mache ich genügend noch, dann gehe ich Gold. hier rauf. Scheiße, weil es eine Melee-Unit ist, habe ich gedacht, dass der ersetzt quasi hier die Huntress. Aber nee. Wäre auch ein bisschen zu krass gewesen, glaube ich. Gut, okay. Night Elf kann man durchaus im Late Game spielen. Kann man machen. Ist ganz gut mit der Natural Health Regen hier. 1 HP pro Sekunde. Kann man gut ausspielen. Er wird natürlich auch ins Late Game spielen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vor Undead müssen wir im Late Game ein bisschen aufpassen. Bei Demon wird es, glaube ich, kein so großes Problem. Und bei den Menschen auch nicht. Die sind auch nicht so gut im Late Game. Aber Undead könnte ein Problem werden. Ich überlege schon, ob ich jetzt Tier 2 hier auch direkt auf Undead gehe. Und den so ein bisschen zu pressuren. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Nicht Ein genügend Einkommen-Upgrade Gold. möchte ich haben vorher. Nicht Und genügend dann spare Gold. ich, glaube ich, drauf. Bei Demon ist es erstmal nicht notwendig. Demon ist auch Level 2 gegangen. Und Human auch. Also wir alle wollen was von der Mitte abhaben, scheinbar. Gegen mich? Nee, ne? Gegen Human. Da scheint er wohl ein bisschen Probleme zu haben. Dann könnte ich natürlich umso mehr Profit aus der Sache ziehen, wenn ich jetzt gegen ihn Level 2 gehe. Dann zwinge ich ihn nämlich dazu, hier auch Level 2 auf meiner Lane zu gehen. Und ich Forschung habe hier das abgeschlossen. und das für eine Zeit lang. Aber hier ist eine Goldmine. Nee, Planänderung. Planänderung, ich möchte die Goldmine. Ach, das ist seine Replacement-Unit, Eredivisie, mit dem er hier... Oh ja. Das ist noch ein Grund mehr. Das ist noch ein Grund mehr, gegen Demon zu gehen. Jetzt wäre ich so oder so gegen Demon gegangen. Jetzt habe ich das erst gesehen. Crypt King. Das ist auch sein Replacement, oder? Ich glaube, der ist normalerweise auch nicht da. Sonst ist, glaube ich, hier zwei Replacements statt der Abomination oder so.
Dann hier wegen der Goldmine dann definitiv jetzt. So oder so, weil die Void Creatures, die der da spawnt, die sind ganz schön krass. Das ist ein ganz schön krasser Early Game Bonus, der sogar ein bisschen OP war, wenn ich mich recht entsinne. Ausbau abgeschlossen. Möchte keinen Damage kriegen. Ja, dann machen wir mal hier meinetwegen auch Tier 1 Spell, warum nicht? Wenn man Mana hat, kann man es auch benutzen. Und ja, er ist halt auch gegen mich ins Level 2 hier gegangen, deswegen gehe ich definitiv jetzt auch links Level 2. Aber zuerst die Goldmine. Die war mir halt wichtig. Der Schläfer ist erwacht. Na, hier werden wir ein bisschen Damage kriegen. Das geht nicht anders. Der Schläfer ist erwacht. Der Schläfer, ich kann mit Einheiten so ein bisschen versuchen gegenzuhalten. Alter, holy shit. Der Schläfer ist erwacht. Jetzt fast. Gut, und da es jetzt gerade ganz gut aussieht, ich grab mal hier noch auf Tier 2 ab und dann muss ich mal ganz kurz schneiden, weil ich gerade mal ganz kurz weg muss. Ich verteidige hier jetzt noch so gut wie es geht, grade ich auf Level 2 ab und dann ganz kurz muss ich dann mal los. So, und zwar genau jetzt. Wir sehen uns dann also gleich wieder. Ich vergeude meine Magie nicht für jeden. So, da sind wir wieder. Waren nur eine Minute oder so weg. Ich hoffe, ich habe mal hier nichts Großartiges verpasst. Ne, alles Paletti hier. Dann gehen wir in der Mitte auch gleich. Ne, Quatsch, das sind wir schon Level 2. Gut. Upgrades. Puh, habe ich hier leiser gemacht? Ja, habe ich. So, Undead will Stress. Ja, okay, alles klar. Kann er kriegen. Die Goldmine war mir jetzt nur sehr wichtig. Demon pushen wir ganz schön krass. Ist noch Level 1 auf der Base. Ja, Attack-Upgrades sind jetzt halt wichtig, ne? Dass wir auch ordentlich Siege Damage machen können, wenn wir mal pushen. Forschung abgeschlossen. Er hat jetzt schon einen Helden in der Mitte. Krass. Ich sollte mit Sicherheit nach dem Upgrade hier auch Base Level 2 gehen und versuchen, so schnell wie möglich meinen Ranged Helden auch in die Mitte zu schicken. Early Leveln ist immer gut, immer. Das machen wir auch. Gut, das ist ja nur gegen die anderen beiden. Der ist ja mir gegenüber. Das ist erstmal okay. Undead macht aber ganz schön Stress hier. Das scheint ein ziemlich starker Early Game Bonus zu sein. Was dann aber auch wiederum heißt, im Late Game ist er zwar gut, aber nicht richtig krass. Weil man kann ja auch als Undead Late Game Bonus nehmen und ist dann quasi im Late Game unbesiegbar. Ja. Ich bin im Late Game hier mit der Einheit mit Sicherheit auch ganz gut. Aber ich muss erstmal Tier 4 auf einer Baracke werden. Da bin ich jetzt noch relativ weit von entfernt. Also ich muss das ja auch ein bisschen aufs Late Game hinausspielen. Ah, ich push ihn halt nicht. Er pusht mich auf Dauer. Demon ist mit Sicherheit jetzt gegen Human Level 2 gegangen. Human kommt natürlich jetzt, pusht jetzt zu mir durch. Ein Grund mehr, mit Helden mir zu holen hier. Ich lasse den Push in die Base kommen und dann versuche ich, einen Helden gegen zu kaufen, wenn ich es zeitlich gesehen schaffe. Bisschen gucken hier. Den Arc Druid schicke ich dann. Plus 8 Unit Armor. Na gut, der wird die EP hier leider nicht richtig kriegen. Alter, mach die mal down jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist absolut alles andere als gut hier. Nicht genügend Gold.
Nicht genügend Gold. Alter, ich werde von allen drei Seiten gepusht. Ja, okay. Level 2 Spell ist hier angebracht, würde ich sagen. Hä, warum sind das Blitze? Ist das nicht normalerweise Nightfall? Also Sterne, die vom Himmel fallen? Jetzt sind das aus irgendeinem Grund Blitze gewesen. Das war ein bisschen verwirrend gerade. Aber okay. So, hier. Chance to spawn a Wisp. Das ist richtig krass. Und Force of Nature ist auch richtig krass. Die beiden Upgrades hätte ich jetzt gerne. Durch den Kill wird mein Arc-Routine leveln. Können wir das Upgrade schon mal starten. Und ich würde sagen, bevor wir das mit den Bäumen machen, auf jeden Fall Earth Armor. Weil wir überhaupt keinen Armor haben. Ja, man sieht, die Einheiten sterben halt irgendwie ein bisschen zu schnell. Auch wenn die hier plus 8 Armor haben, reicht irgendwie trotzdem nicht. Schon wieder werde ich hier gepusht. Hoffen wir, der macht hier einen ganz guten Job. Ja, wenn wir 3 Armor-Upgrades machen, reicht das erstmal aus. Und dann hätte ich das hier gern. Kann ich schon anfangen jetzt. Je schneller ich das anfange, desto schneller ist es auch. Research, logischerweise. Ja, die Goldmine, die will ich jetzt zurückhaben. Ich habe ja nicht umsonst hier abgegradet, also pusht mal jetzt zurück. Je länger er die Goldmine hat, desto schlechter ist das für mich. Vielleicht auch Tier 3 nach links gehen. Macht vielleicht auch wirklich einfach mal Sinn. Undead hier mal ein bisschen. Weil der wird sich, der ist ja nicht blöd, der wird schon wissen, dass er, wenn er ins Late Game kommt, da viel bessere Karten hat als wir alle. Eigentlich müsste man, wenn man Blutelfen oder Undead hier hat, müsste man immer so ein bisschen zusammenarbeiten gegen die. Natürlich nicht teamen, aber so ein bisschen trotzdem im Early Game gegen die schießen, vielleicht schon mal eine Baracke holen oder so, ansonsten hat man halt später einfach die Arschkarte. Ist einfach so. Ich kann hier noch eine Attack-Dings machen, mache ich Attack. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Weil damit werden die Bogenschützen ja auch abgegradet, das ist ja das Nice bei den Nachtelfen. Die Ranged-Einheiten auch. Das hier ist ja wirklich nur. Das hier ist wirklich nur für die Base und für die Tier-4-Einheit. Aber jetzt kann ich mit dem Damage hier alles upgraden. Und ich kann hier einfach nicht counterpushen. Ich weiß nicht warum. Der ist doch gar nicht so krass mit den Upgrades. Aber hier, Ereda Witch. Hab ich doch gesagt. OP. Sehr OP der Bonus. Jetzt so langsam müsste ich gucken, ob sich statt Upgrades tatsächlich eher die höheren Barackenlevel lohnen. Weil wie gesagt, hierauf möchte ich ja, auf den möchte ich ja hinaus. Deswegen habe ich mir den Bonus ja aus Versehen. Man muss dazu sagen, dass ich mir den Bonus aus Versehen geholt habe. Ja, das war keine Absicht. Weil ich nämlich dachte, das ist ein Level 2 Replacement. Aber gut, jetzt haben wir ihn und jetzt kann ich auch versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Ich glaube, als erstes werde ich gegen Demon schießen. Weil diese scheiß Goldmine will ich haben und der pusht mich die ganze Zeit. Hier sieht es erstmal gut aus. Hier machen wir Level 3 zuerst. Ausbau abgeschlossen. Ah, scheiße. Der Arc-Druid, das ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Der Arc-Druid wird von allen gefokust, weil er halt sich genau in die Mitte reinstellt. Aber gut, Level 9 ist nicht schlecht. Bin ich erstmal froh, dass er so weit überhaupt leveln konnte. Bouncing Projectiles sind immer nice. Und dann überlege ich gerade, ob ich auf die Entangling Roots auch noch gehen soll. Wobei, weil wenn so krass viele Einheiten von dem gleichen Attack-Upgrade Gebrauch machen, lohnt sich für mich, glaube ich, am allermeisten, wenn ich die Attack-Upgrades so schnell wie möglich vollknall. Das ist, glaube ich, der große Vorteil bei den Nachtelfen. Und den sollte ich auch bestmöglich ausnutzen. Banshee? Hä, den Banshee gibt's doch normalerweise nicht, oder? Aber Crypt Knight ist doch sein Replacement. Ich weiß nicht, wo der den Banshee jetzt hernimmt. Den kenne ich jetzt gar nicht so. Gut, er heilt. Das ist sehr gut.
Sonst noch irgendwas, was jetzt erstmal wichtig wäre? Ich glaube, dass der Rest ist erstmal so nebensächlich. Forschung abgeschlossen. Gut. Noch ein Attack-Upgrade geht nicht, dann mache ich jetzt hier Entangling Roots, die ich machen wollte. Was vielleicht noch ganz cool wäre hier, Slow Poison, Damage over Time. Jetzt sieht es aber erstmal stark aus, guck mal, wie wir pushen. Oh, Undead. Undead könnte hier was verlieren. Ist überhaupt nicht auf Building-Dings gegangen, also hier auf Tower-Stärke. Hätte ich gemacht, wäre ich auf Damage gegangen als Undead, um das defensiv auszuspielen. Alter, das ist auch ein krasser Push hier. Er ist auch Level 3 gegangen jetzt. Ich dominiere. Momentan dominiere ich. Das ist erstmal nice. Jetzt pusht er mich natürlich zurück. Okay. So früh schon, na. Ich würde gegen Demon tatsächlich Tier 4 gehen, jetzt. Würde mir die Einheit mal angucken und würde gucken, ob ich Demon hier vielleicht wirklich schon eine Baracke klauen kann. Guck mal, was hier alles an Einheiten hinten steht, die mit draufballern. Ich würde gerne jetzt meine Einheit mal sehen und... Ja, wobei, macht es nicht hier mehr Sinn. Es macht hier wesentlich mehr Sinn, hier erstmal auf Level 3 zu gehen, weil der jetzt kommt. Und ich würde sagen, gegen Undead könnte man auch versuchen, dann Level 4 auch noch zu gehen. Weil Demon, den habe ich erstmal ganz gut unter Kontrolle. Aber ihm muss ich jetzt eine Baracke abziehen. Undead muss jetzt eine Baracke, muss jetzt die Baracke, die in meine Richtung geht, verlieren. Sonst habe ich später ein großes Problem. Human wird richtig hart gepusht. Während ich trotzdem in der Mitte verbleibe. Das ist nice. Hole ich mir das Gold hier. Wird trotzdem hier ein bisschen unter Druck gesetzt. Castle Level 2. Er hat die Mana-Aura genommen. Ja, okay, ja, die Helden geschickt, alles klar. Und dazu die Fenden. Das ziehe ich mitunter hier auch in Erwägung gerade, ob das Sinn machen würde. Die gehen nicht auf die Dings. Hat er mal irgendwann keine Einheiten mehr, die der kaufen kann? Also müssen wir jetzt auf die Baracke gehen. Der schafft das irgendwie immer perfekt da, so dass meine Einheiten nicht auf die Baracke gehen können. Ja, ich würde sagen, wir machen hier so. Wir machen da einmal so. Und schicken den Helden hier gegen. Und jetzt gehe ich Tier 4 gegen Undead. Demon wird immer noch gepusht, also der wird richtig hart weggepusht von meinen Einheiten. Das finde ich erstmal nice. Damit ziehe ich dem ja auf Dauer auch ganz schön Geld ab. Das darf man dabei nicht vergessen. Mein Held wird nicht angegriffen, das ist ganz wichtig. Gut, der wird jetzt natürlich hier sterben. Der ist ja im Fokus von allen hier. Ich würde sagen, wir gehen in der Mitte auch Tier 3, um weiterhin Geld zu sammeln. Jetzt sind wir überall Tier 3 und jetzt gehen wir überall Tier 4. Und gucken uns unsere Special Replacement Unit an. Ja, beziehungsweise, nee, Special Unit ist ja was anderes, aber die Replacement Level 4 Unit. Und am meisten Sinn, als allererstes würde ich sagen, macht's gegen Undead. Und danach gegen Demon. Vorher mache ich aber noch ein Armor-Upgrade. 6-3 ist okay, aber 6-2 ist ein bisschen zu low, finde ich. Und bis zu 102 Damage schon. Krass, dass die Attack-Damage-Upgrades hier wirklich so ziemlich jede Einheit treffen. Das ist wirklich ein sehr großer Vorteil bei den Nachtelfen. Deswegen kann man mit denen auch schön mal richtig ordentlich pushen, wenn man auf Attack-Upgrades gegangen ist. Kein Gebäude ist mehr hier beschädigt, das ist nice. Er hat natürlich einen Helden in der Mitte. Er wird aber tatsächlich gerade ein bisschen gefokust. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich glaube nicht, dass ich einen Level 2 Spell dafür brauche. Huch, das war auch ein Held. Ach, okay, Held und Level 2 Spell hat er benutzt hier, um den ganzen Spaß aufzuhalten. Hat aber relativ wenig Mana nur noch. Gut, vielleicht macht es doch mehr Sinn, hier Level 4 zu gehen und damit Level 4 auch wirklich durchzupushen. Weil ich ja hier jetzt eh verteidige und gleich Gold kriege.
Der wird mich hier sowieso jetzt auf jeden Fall erstmal pushen. Weil der hat ja meine ganze Wave mit dem Tier 2 Spell fertig gemacht. Der Schläfer ist erwacht. Der Schläfer ist erwacht. Ja, hier gehe ich Level 4. Ach du Scheiße. Hier gehe ich auch vor allem Arc. Hier gehe ich Arc Druid auf jeden Fall auch. Weil sonst will ich die Barke hier tatsächlich noch. Wie viele Errata Witches das einfach sind. Und da Undead sowieso nur Level 2 erster ist, ist das glaube ich tatsächlich. Ja, das macht hier am meisten Sinn. Demon macht ganz schön Stress hier gerade. Mitte ist erstmal zweitrangig. Also ich weiß ja, dass ich nicht auf die Tower und auf die Base Damage hier gegangen bin, aber ein bisschen was könnten die hier schon machen, finde ich. Ihr dürft ruhig mal Schaden machen, Türme. Da muss ich noch gucken, wie ich das aufhalte. Das dauert ja noch eine Weile. Ah, ich krieg's mit dem Spawn nicht, wie ätzend. Ich will es jetzt aber hier auf der Seite haben. Weil jetzt werde ich anfangen durchzupushen. Und dann richtig. Aber am besten vielleicht so, dass er es nicht sieht. Na, wobei, scheiße, was macht jetzt? Mountain Giant. Strong versus Buildings, weak versus all Units. Na toll. Aber er ist doch tanky as fuck, oder? Und ich glaube, dann fange ich auch tatsächlich an, den Shadow Dancer zu leveln. Das mache ich dann auf der Lane hier, wenn es notwendig ist. Der geht down. Krieg ich den Kill? Komm, krieg ich den Kill? Ich glaube, ich habe ihn gekriegt. Und jetzt gehe ich Level 4 gegen Undead. Oh, und hier haben wir einen. Hier ist der Bergriese. Ach, ja, hier. Dann jetzt die Ranged Upgrades. Die ja dann auch wirklich nur diese Einheit betreffen. Aber wenn ich den nicht upgrade, macht das natürlich wenig Sinn, hier Tier 4 überall zu gehen. Dann mache ich das jetzt wirklich nur, damit er auch ein bisschen was drauf hat. Aber jetzt muss ich, glaube ich, bevor ich das nächste machen kann, muss ich erstmal einmal defenden hier. Und vielleicht auch, ja, Tier 4 hier schon gehen. Forschung abgeschlossen. Also hier sieht es ja erstmal ganz gut aus. Jetzt geht auch keiner mehr auf den Helden. Ich glaube, ich muss gar nicht. Ich muss keinen Helden nehmen hier. Oh. Okay. Undead hat die obere Barke verloren. Undead ist gelieft, okay. Es hätte eine Gefahr werden können, wenn er jetzt nur noch auf mich gegangen wäre, aber wenn er einfach lief, dann natürlich nicht. Nicht genügend Gold. Ausbau abgeschlossen. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Ich meine, der Computer kann durchaus trotzdem krass sein. Versteht das nicht falsch. Ich unterschätze den nicht. Okay, er hat ihn hier dagegen geschickt. Ich würde sagen, jetzt sind hier drei Base, oder? Nee, zuerst auf mehr Upgrades vom Mountain King. Ich denke mal, Undead werden wir jetzt auf Dauer aber kriegen können, weil der Bot jetzt halt übernimmt. Er hat allerdings auch nur noch die untere Barke. Er könnte jetzt auch Tier 4 gehen. Muss ich aufpassen ein bisschen. Aber Arc Druid Level 16 gegen Level 7er Magteridon. Namen. Könnte sogar sein, dass ich den Helden auf Dauer schon ziemlich krass slow mache. Forschung abgeschlossen. Ich mache die Bergriesen jetzt strong. Und danach Armor. Möchte ich auch noch haben. Dass alle Einheiten hier ein bisschen krasser werden. Und dann gehe ich auf Masse und versuche, alle zu pushen. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Er ist auch Level 4 gegangen. Okay, okay, okay.
Wenn ich von Undead Space möglichst viel noch eventuell bekommen könnte, wäre das echt super. Forschung abgeschlossen. Zeigt keine Gnade. Sein Held geht auch schön immer nach vorne. Ich schicke ihn den Helden gegen. Ich schicke hier die noch dagegen. In der Hoffnung, dass die und er beide die EP von dem Helden noch abkriegen und dann zusammen pushen und dann kriege ich vielleicht die Baracke. Ich kann auch ihn hier noch mitschicken. Oh, Human kommt. Human kommt. Da muss ich jetzt Level 4 in der Mitte gehen. Notfalls kann ich hier zwei Spell benutzen und ja, wird vielleicht sogar notwendig sein. Und dann schicke ich den Shadow Dancer auf jeden Fall los. Weil der ist noch gar nicht gelevelt. Mit dem Push hoffe ich, möglichst viel von Undead zu kriegen. Von seiner Base. Mana sieht noch ganz okay aus. Doch, werde ich glaube ich schaffen. Ist jetzt nur noch der Computer. Er hat noch nicht ganz genug Mana für Level 2 Spell. Noch nicht ganz, jetzt gleich hat er es aber. 175 kostet er, ne? Ja. Ob er ihn machen wird, sobald er kann. Lassen wir meine Base kommen erst. Also noch ein bisschen näher rankommen, dass meine Türme mithelfen. Boah, er schickt einen Fire Lord gegen, aber überhaupt nicht gelevelt. Jetzt kämpfe ich halt gegen Human auch noch, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Wie kann ich dienlich sein? Nicht genug Gold. So, sind wir da, Level 4. Machen wir hier noch einen für einen Mountain Giant. Hä, warum ist denn hier kein Mountain Giant gespawnt? Oder spawnen die nicht, wenn der nicht vorrätig ist? Das wusste ich gar nicht, dass die dann nicht spawnen können. Hier mache ich auf jeden Fall... Komm, die, wenn ich die Base kriege, kriege ich nochmal ganz ordentlich Geld. Dann gehe ich auch Level 3 auf meiner Base. Was denn jetzt? Alter, willst du mir ernst? Schon wieder? Schon wieder bei der... 20 irgendwas eine Minute, so wie in der letzten Aufnahme auch. Ist das ein Bug? Ist das irgendein Fehler? Also vorhin habe ich noch geglaubt, das ist... In der letzten Aufnahme habe ich noch gedacht, das ist irgendwie... Ach, das ist ja kacke. Das ist ja... Da muss ich überlegen, wie ich das noch anders mache. Hm. Okay. Dann schmiert das Game im Late Game aus irgendeinem Grund hier. Wahrscheinlich, weil die Version halt zu alt ist. Ich dachte, ich kann damit einfach spielen mit der Version, aber anscheinend geht das doch nicht. Schade, dann haben wir hier wieder keinen Gewinner. Gut, die nächste Survival-Chaos-Aufnahme werde ich dann anders. Entweder über das alte Warcraft und dann über WC3 Connect oder wir spielen dann mal eine neuere Version, auch wenn ich die nicht so geil finde wie die alten und mich damit nicht so gut auskenne. Gut, dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Haut da rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.